Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin wieder in Wrotka unterwegs für die Quest Die erweckte Vergangenheit bzw. für die Errungenschaft Reliktjägerin Wrotkas. Wir suchen heute das nächste Relikt dafür und die Quest, wo ihr die findet, wo ihr die annehmen könnt, das verlinke ich unten im Text. Auch die Errungenschaft, die findet ihr aber relativ einfach, wenn ihr einfach euer Tagebuch öffnet. Das ist bei der Tastatur die Taste J wie Journal und dann geht ihr hinten auf die Errungenschaften, gebt als Suchbegriff Reliktjäger ein und dann findet ihr hier unter Orsinium Reliktjägerin Wrotkas. Hier werden die ganzen Relikte aufgelistet, die ich einsammeln soll und alles, was hier schon abgehakt ist, habe ich dann auch in der Tat schon im Museum abgegeben. Alles, was noch grau ist, muss ich entweder noch einsammeln oder es ist noch in meinem Inventar und ich habe es noch nicht abgegeben. Deswegen solltet ihr mit mir irgendeinen Fundort ablaufen und da ist für euch nichts, dann habt ihr das Item schon, dann ist es in eurem Inventar. Deswegen in dem Fall mal nachschauen. So, heute ist Trinimax Hausgötze dran und wir schauen einmal. Ich befinde mich hier ganz unten links in Wrotka. Das heißt, ihr nehmt den Wegschrein der Belagerungsstraße und lauft einfach links rüber. Als kleine Orientierung ist hier ja der Rest von, was immer das auch mal war, ein Turm. Ihr habt hier dieses Holzgerüst. Es sind diese ganzen Steinruinen. Und ich denke, wenn ihr einfach auf dem Weg bleibt, seid ihr auf alle Fälle richtig. So, hier läuft auf alle Fälle ein Wächter herum. An dem kommt ihr aber wunderbar vorbei. Also mit denen müsst ihr nicht unbedingt kämpfen. Aber wenn ihr dann hier hochlauft, ihr müsst nämlich hier zu den Zelten, dann müssen wir kämpfen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das wird bewacht. Und das sollte aber nicht weiter schwer sein. Weil es sind ja nur ganz normale Mobs, die wir dann eben mal kurz wegmachen. So, Ruhe im Karton. So, wir haben jetzt zwei Zelte. Wir nehmen das rechte davon. Und dann finden wir hier die Trinimark Hausgötze. Kleiner Tipp von mir, ganz egal, wo ihr unterwegs seid, wenn ihr sowas seht, was so glitzert, was so funkelt, immer einstecken. Das gehört meist eben zu einer Sammelquest. Und ihr könnt die Quest wunderbar auch noch hinterher annehmen. Und was ihr habt, das habt ihr. Dafür müsst ihr dann nicht ein zweites Mal herlaufen. So, jetzt ist die Trinimark Hausgötze in meinem Inventar. Aber wie gesagt, wir sehen hier schon, es ist hier immer noch grau. Das heißt, ich muss es erst im Museum abgeben. Dann ist es abgehakt. Ja, viel ist nicht mehr über, bis für mich diese Errungenschaft abgeschlossen ist. Ich verlinke unten im Text auch die anderen Fundorte, damit auch ihr diese Errungenschaft abschließen könnt. Und dann wünsche ich euch super viel Spaß bei dieser Quest, bei dieser Errungenschaft, im Spiel sowieso. Und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video. Video.